geilste Regionalliga Deutschlands. Nur bei Sport Total. Wird präsentiert von Schau ins Land Reisen. Was wird uns für eine Partie erwarten? Gar nicht so einfach zu sagen. Für beide Mannschaften. Das ist Manu. Guter Ball daraus zu Brechmann. Was macht Brechmann? Er versucht's mal. Erster Eckball. Für die Fortuna und ganz frei kommt er da zum Abschluss. Da ganz interessant zu sehen, wie er da die Bälle ganz gut festmachen kann. Jetzt Monteiro, immer noch Monteiro und wird hier doch gefoult. Schiri Koch sagt, kein Foul. Das ist Brechmann, der zieht mal ab. Ja, kann man mal machen. Eckball, Dantas. Der zieht ja den Ball aufs Tor und macht es da richtig gefährlich. Und der Abschluss. Keine Aktion für sich entscheiden. Jetzt mal der lange Ball auf Illich. Mit dem Kopf. Illich gegen Adamski. Adamski bleibt Sieger. Hirschberger setzt sich gut durch. Monteiro startet in die Mitte. Könnte jetzt mal abziehen. Zieht auch ab und trifft die Latte. Kein Treffer. Sehr guter Abschluss. Der gefährlichste Abschluss in dieser Partie. Wird auf Handspiel reklamiert. Sah für mich nicht danach aus. Und somit jetzt die Kontersituation. Illich, toller Ball auf Rolf. Der muss abschließen. Schließt er. Sehr, sehr guter Schuss von Lennart Rolf. Und tolle Parade von Gorka, der hier den Ball nochmal festhält. Gegen Twarzig. Obst. Richtiges Kopfballduell und wieder Twarzig. Könnte jetzt das auch mal versuchen mit dem Distanzschuss. Und er versucht es. Und er trifft. Und das ist der erste Treffer an diesem schönen Nachmittag. Pascal Twarzig, der sich wie in der ersten Halbzeit Hirschberger auf der anderen Seite ein Herz gefasst hat, nur dann doch erfolgreicher ist. Hat da viel zu viel Platz. 25 Meter vor dem Tor und trifft schön ins Eck. Gorka da ohne Chance. Düsseldorf gar nicht erst so richtig vors Tor kommen zu lassen, zum Flanken kommen zu lassen. Peters lässt sich da jetzt ein bisschen Zeit und Obst, was war das denn mit der Hacke? Gar nicht mal so effektiv. Und Manu mit dem Abschluss, Wahnsinn. Dennoch nicht an den Ball. Kein Foulspiel hier an Adamski von Burgmeier. Illich. Ganz quirlig da auf der rechten Seite. Sehr gut durchgesetzt und genau der richtige Ball in den Rückraum. Für die Fortuna. Brechmann ist das wieder am ruhenden Ball und zieht den Ball aufs Tor. Und das ist klasse gemacht von Lennart Wolf, der sich den Ball da super erobert hat. Eigentlich frei vor dem Tor. Lennart Wolf, nein! Neben Twarzig da spielt Volkmann, der ist immer noch hellwach und toller Ball von Burgmeier auf Okanze. Was macht der neue Mann? Es trifft die Latte. Düsseldorf und Borzek mit einer ganz, ganz wichtigen und sehr, sehr sauberen Grätsche. Kim mal mit der Reingabe und Birz haut den da neben und übers Tor. Die Gütersloh natürlich jetzt sehr leidenschaftlich verteidigt. Aber jetzt nochmal der Ball da rein. Und das war es jetzt also mit diesem Befreiungsschlag. Endet die Partie. Der FC Gütersloh, der Aufsteiger, gewinnt mit 1:0 gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf.
Ja, Leute, das Video muss jetzt fertig werden. Wie ist das jetzt hier? Was ist hier? Playlist. Ja, okay. Und hier unten? Abonnieren. Ja, war's das? Oder ist hier noch was? Letztes Video. Ja, sag ich ja. Alles gut.